Wir sind hier mit einem Verband auf diesem Truppenübungsplatz mit insgesamt 8 Nationen. Wir haben viele kleine Kontingente dabei mit teilweise nur 40, 50 Soldaten. Und hier geht es darum, dass wir den vielen Besuchern, die wir hier haben, hochrangigen Besuchern die Möglichkeit geben, unsere Fähigkeit, die auf dem Gefechtsfeld oder die im Einsatz einzigartig ist, mal ein bisschen näher zu bringen. Welcome at the presentation of the laboratory company, in short, the LabCoy. Our capabilities are sampling, identification, analyzing, and transporting. Ich bin der Kompanietruppführer einer Laborkompanie im Rahmen der CBRN Taskforce hier in der Oberlausitz für die Übung Platino Mars 2023. Wenn wir ein ABC-Ereignis haben und einen Auftrag dazu bekommen, gerade in Bezug jetzt mit einem ID hier in der Lage auch so vorbereitet, dann wird dieses ID natürlich erstmal entschärft. Und die Probenahme von einem möglichen Szenar, sprich chemischer Kampfstoff, wird über ein SIPCRA-Team, Erkundungsprobenahmeteam, sozusagen detektiert, identifiziert und eine Probe genommen. Die EOD war in der Lage schon vor Ort, hat das alles dementsprechend handhabungssicher für uns hinterlassen. We are done. All barrels are safe. The detonators out here on the deck lid. And I have opened the lid. Well, we found the source. On this area. Okay. I can open, can go down the lid. When you open other things or move it, talk to me, I wait at the door. Okay. And I say okay or look at before. Okay, can I take a picture? Yes, make a picture before. At this stage, I would like to ask for a round one retainer, which will help us with the rarity of the radiological sources. So we can see that there is a real radiological source. So do I have the one volunteer? Don't be shy. So now when we localize the source and the documentation which is needed to support our sampling with forensic behavior is done, the actual sampling part will occur. This is like shortened version. We could spend on it more time, but for the demonstration I do believe that it is sufficient. So the gentlemen may continue. Donc on a trouvé une source là, on tape à 11 000 pouces au monde dessus, ça ressemble à une espèce de... Ça n'a qu'une possibilité de la chaîne par la chaîne. Donc on a taille dessus, pour info on a Roctium 162, Roctium 152 en résultat. You can see that the work is divided. It is represented even by these black and silver stripes. In one place, there is a dirty man, which is only one which can manipulate with the sample. And on the other side, we have somebody who is called a clean man. He is supporting this operation, and he cannot be contaminated. We are doing this because we want to minimize possibility of cross-contamination. And now the sample is put into the bag.
Very soon we will finish the sampling. Sample will be packaged, and this part of the operation, as it is seen on the tactical board, will be finished. The team leader will go with the sample on the decontamination side. They will be hand over on the sample. The sample will go to a decontamination line, and then the commander will give information to a transport group to ensure really bulletproof chain of custody. So, sample is placed, and I would now need two volunteers. So we have one volunteer, and I need a second. Parallel wird eine Dekontaminationsstraße, eine Decon-Line aufgebaut, weil der Schwerpunkt bei der ABC ist, keine Aufklärung ohne Dekontamination und keine Dekontamination ohne Aufklärung. Somit werden die Kräfte aus dem Szenar ausgeschleust, wenn der Auftrag erfüllt ist. Sie werden dekontaminiert, die Probe wird dekontaminiert und für den Probentransport in das jeweilige Labor vorbereitet. This is basically our first station of the decontamination line. On this table the sample is being packed, so the SIPCRA sampler is going to take the sample from here. It's going to be decontaminated and afterwards it's going to be packed. Now I will leave the floor to my chess colleague. To prevent you to dig online. Here is a decontamination line for the gloves of the sampler for the SIPCRA team. Basically, in a first bucket, it's a decontamination solution, and in a second bucket, there is a water to wash the solution from the gloves. The third container is for the waste. So you can follow me next. We have our decontamination line for the personnel. In the first station, the decontamination solution is going to be applied to a suit of the SIPCRA teams. And after the decontamination solution is applied, the SIPCRA member is going to sit on a chair next to it. The large containers are basically for the equipment. The equipment is going to be decontaminated separately. So after the decontamination solution takes its effect, it's going to be washed by water inside of the shower. This is basically the end of our decontamination line. So the person will step on the yellow stand. And it's going to be measured again, so we can assure the full decontamination process has been succeeded. Nachdem die Dekon abgeschlossen wurde und die Probe dementsprechend handhabungssicher ist, auch von außen, wird das Ganze in ein Transportfahrzeug verbracht. Hier auf dem Flipchart zu sehen, geht zu den Laboren, erstmal zu dem sogenannten Triagepunkt, wo dann entschieden wird, was das für eine Probe sein könnte, wenn es eine unbekannte Probe ist. Und dementsprechend kategorisiert wird und in das jeweilige Labor gebracht wird. Sample is brought inside the car and go directly to the lab. Good. Grundsatz her, nachdem die Probe durch die Dekon-Linie geschleust wurde, wird die von Vertretern des SIPCRA-Teams hierher gebracht, wo der Laborzug stationiert ist oder sich aufgebaut hat. Hier dieser Triagepunkt dient dem Zugführer, um einen Überblick über das Probenaufkommen zu haben. Hier wird die Probe entgegengenommen, die Chain of Custody, die Sie vorhin schon gesehen haben. Da wird dokumentiert, dass wir von den Laboren die Probe entgegengenommen haben. Es wird auch ein Sample Log geführt als Übersicht und dann wird die Probe entsprechend der Gefährdung an die Labore verteilt. Das heißt jetzt in der Lage, die wir heute vor Ort
durchführen. Handelt es sich um eine radioaktive Probe? Entsprechend wird die dann dem Leiter des radiologischen Feldlabors übergeben. Wir befinden uns jetzt hier beim radiologischen Feldlabor. Man sieht von außen, es ist eigentlich auf den ersten Blick nur eine normale Fernmeldekabine, aber innen drin natürlich entsprechend umgebaut und mit hochpräzisen Messgeräten ausgestattet, sodass wir unseren Auftrag, nämlich radiologische Substanzen zu identifizieren und zu quantifizieren, auch hier entsprechend erfüllen können. Was wir hier draußen aufgebaut haben, ist nochmal unser interner Probenannahmepunkt. Wenn wir eine radiologische Probe bekommen, dann prüfen wir die erst mit den Messgeräten hier vorne, zum einen auf Gefährdung durch Neutronenstrahlung und Gammastrahlung. Dann bekommt jede Probe so einen Probenbehälter. Und dort wird dann nochmal auf Kontamination geprüft durch Wischproben mit dem Messgerät nebendran. Die ganzen Informationen finden dann Eingang in das Probenprotokoll. Wenn das Ganze hier abgeschlossen ist und wir eine Kontamination von außen für uns ausschließen können, dann kommt die Probe in den eigentlichen Laborcontainer. Nach dem Vorcheck kommt dann die Box mit der Probe hier in den Laborcontainer und wird hier in den Abzug verbracht. Sie sehen auch, der ist schon ausgekleidet mit Dekonfolie, damit wir hier sauber arbeiten können. Und auch nochmal ein Messgerät, damit der Soldat, der dort arbeitet, sich auch ständig überprüfen kann, ob er sich kontaminiert hat. Das ist auch der einzige Ort, wo wir Primärverpackungen öffnen. Sonst wird nirgendwo hier eine Primärverpackung aufgemacht, einfach um Kontamination durch die Gefahrstoffe zu vermeiden. Unser Hauptwaffensystem ist im Prinzip hier unser Gammaspektrometer. Das ist ein hochreines Germaniumspektrometer in einer Bleiburg, um die Untergrundstrahlung abzuschirmen. Und dann, wenn wir diese Messungen hier durchgeführt haben, können wir danach entsprechend die Spektren am Rechner auswerten und die Radionuklide, zumindest die gammastrahlenden Radionuklide, anhand ihrer Energiesignatur, anhand ihres Spektrums bestimmen. Für die mobile Laborausstattung C-Abwehr haben wir hier das Material aufgebaut zur Darstellung, arbeiten wie in einem normalen Labor mit Labormaterial wie Pipetten, Pinzetten, Spatel und so weiter. Die Probe wird ausgepackt, wird dann verdünnt, aufgereinigt, filtriert, auch aufkonzentriert oder mit anderen Chemikalien versetzt, um dadurch dann bessere Analyseergebnisse zu erzielen. Wir haben verschiedene Laborgeräte zur Verfügung, zum Beispiel ein Infrarotspektrometer, mit dem wir dann auch Substanzen besser analysieren können, wie das bei den mobilen Teams möglich ist. Ein Röntgenfluoreszenzspektrometer, um da auch einzelne Elemente zu bestimmen, die in den Proben vorhanden sind. Und ja, sind ausgestattet wie ein normales Labor. Hier haben wir einen Laborabzug in der Kabine, mit dem wir jetzt geschützt arbeiten können, um uns eben vor diesen hochgiftigen Substanzen zu schützen. Wir arbeiten mit Laborkittel aus den Arbeitsschutzgründen, entsprechend mit Handschuhen und bei einer höheren Gefährdung auch dann wie die Trupps im Feld mit dem Overgarment als Schutzanzug und haben hier die Möglichkeit, durch den Laborabzug eben halt diese Schutzmaßnahmen für uns zu verringern und dadurch dann auch besser arbeiten zu können. Hier haben wir die Möglichkeit, mit verschiedenen Aufbereitungsverfahren wie Solid Phase Extraction oder Solid Phase Micro Extraction zu arbeiten. Wir können mit Stickstoffproben einengen und dadurch aufkonzentrieren und arbeiten da in einem sicheren Umfeld. Dann ist die Kabine aufgebaut wie viele andere Standardkabinen in der Bundeswehr und nur auf unsere speziellen Bedürfnisse ausgestattet mit diesen Laboroberflächen. Wir haben sehr viel Stauraum für das ganze Labormaterial und haben im hinteren Teil dann unser Hauptsystem, was ein Gaschromatograph mit verschiedenen Detektoren ist. Damit können wir schon sehr genaue Ergebnisse produzieren und können auch unbekannte Substanzen identifizieren, die durch mobile Trupps nicht zu erkennen sind. You see here the mobile biological laboratory from the Hungarian Defense Forces Medical Center. We are the biological laboratory of the CEG CBR and Task Force. So our main task to identify the most likely biowarfare agents, bacteria, viruses, toxins. Our laboratory is able to identify more than 50 different kinds of microbiological strains. So this is our main task. After that, we have some
epidemiological medical possibilities, medical work. So we able to provide some samples from the medical systems and help the medical system work solution. So my laboratory is a deployable BioShare 4 laboratory. That means we able to work the most dangerous viruses in the world, even for BSR 4 level. That means we're able to work, for example, Ebola, Marburg, and Machupo, the most dangerous hemorrhagic fever viruses in the world. Now the laboratory point started to here. This is a double container, so there is a place for the C2 communication and control, laboratory leader working that container and organize the work all the time. We receive the sample in that container. After we open the sample, divide and set packaging and send to background laboratory for other examination. If we inactivated the sample, we put the sample to the other laboratory, we able to have a look in that laboratory and start our identification method. The main identification method of the laboratory, the PCR. I know everybody PCR expert after the COVID situation because everybody heard this word. So our main identification method is a real-time PCR, and we're working the samples after that, this laboratory area. Please have a look inside. So you see the most common PCR machines here. So the samples from the other side after the inactivation arrives here, and we started the examination. And after the results, we provide our laboratory report to the higher command, some assessment, which kind of treatment is available, which kind of decontamination solution is available, because in the laboratory there are some interesting workers. So there are microbiologists, immunologists, the public health officers, so we try to help toward the military work continuously effect. Hier geht es darum, dass die Soldaten im multinationalen Kontext ihre Interoperabilität und ihre Zusammenarbeit demonstrieren. Und das tun wir auf der kleinsten, untersten Ebene. Und ich glaube, das ist uns heute sehr gut gelungen.